Videos bleiben auch in diesem Jahr das wichtigste Medium im Online-Marketing und darüber hinaus. Aber die wachsende Bedeutung von TikTok, Story-Formaten, LinkedIn und Live-Content führt dazu, dass dein Publikum dort jeweils andere Erwartungen hat. In diesem Video zeige ich dir, welche Entwicklungen ich erwarte und welche Videotrends in 2022 für dich wichtig werden. Herzlich willkommen bei MindNap, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Mein Name ist Alexander Lorenz und wie schon im letzten Jahr möchte ich auch für 2022 den Blick in die unmittelbare Zukunft des Videomarketings wagen. Viele Trends aus 2021 setzen sich ungebremst fort. Es gibt aber auch einige Neuigkeiten. Auch heute noch würde ich das allermeiste aus unserem hier verlinkten 2021er Videotrend-Video genauso unterschreiben. Das Reinschauen lohnt sich also. Klar, IGTV heißt jetzt Instagram Video, 360 Grad und VR sind noch immer nicht durch die Decke gegangen und die wenigsten Unternehmen setzen User-Generated Content im Marketing ein, aber zumindest was die letzten beiden Themen angeht, würde ich dabei bleiben, dass die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Also was ist neu? Vertikale Kurzvideos werden immer wichtiger. Ein Beleg dafür ist YouTube, das im Sommer 2021 seine Shorts-Funktion auch in Deutschland herausgebracht hat. Gleichzeitig führt TikTok, der wichtigste Player in diesem Segment, im Januar 2022 laut Statista die iPhone-Download-Statistiken in der Kategorie Unterhaltung mit 211.000 Downloads mit deutlichem Abstand vor Portalen wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und Co. an. Und auch die Tatsache, dass Instagram IGTV eingemottet hat und stattdessen voll auf Instagram Video setzt, unterstreicht die Entwicklung, da das Videoformat damit noch enger mit dem sonstigen Angebot verknüpft wird. Für Unternehmen interessant, während es zunehmend schwieriger wird, Kanäle mit organischer Reichweite aufzubauen, nehmen die Werbemöglichkeiten auf allen Plattformen zu und werden zum Teil günstiger bzw. erlauben bei gleichem Einsatz mehr Reichweite. Animierte Inhalte tauchen in jeder Form von Videos auf, ganz besonders prominent in animierten Erklärvideos. Auch das ist zwar kein gänzlich neuer Trend, aber eine starke Entwicklung in der Richtung konnten wir in den letzten Jahren schon beobachten. Nicht nur, weil Drehs in den letzten zwei Jahren schwieriger durchzuführen waren als davor, sondern vor allem, weil Erklärvideos ihre Stärken in der Erklärung von wenig anschaulichen Themen haben, setzen immer mehr Unternehmen darauf, die Vorteile ihrer Produkte oder Dienstleistungen mit kurzen animierten Filmen zu erklären. Wenn du dich für das Thema interessierst, schau mal in unser hier verlinktes Video zu den 7 wichtigsten Erklärvideo-Stilen rein. Durch die starke vertriebliche Bedeutung, die Videos im Online-Marketing haben, werden auch hier die Möglichkeiten immer umfangreicher. Videos im Newsletter, YouTube-Statistiken und Nutzungsberichte auf Facebook sind wenig gegen die Möglichkeiten, die spezielle Videotools wie Vistia, Vidyard oder Vimeo Pro bieten. Wenn es darum geht, dein Videopublikum zu Newsletter-Abonnenten, Interessenten oder gar Kunden deiner Leistungen zu machen. Aus der Analyse deiner Videos kannst du so wahnsinnig viel ableiten, um zukünftige Videos noch besser an deine Zielgruppe anzupassen. Und auch den Weg deines Publikums zu deinen Videos kannst du so steuern. Video-SEO, also die Optimierung von Inhalten und Videobeschreibung, ist unschlagbar, wenn es darum geht, Menschen, die sich für deine Themen interessieren, auf deinen Content aufmerksam zu machen. Meiner Meinung nach, der inhaltliche und gestalterische Megatrend im Videomarketing heißt Authentizität und steht zumindest scheinbar in einem starken Widerspruch zur ästhetisch-kommunikativen Aufrüstung durch Erklärvideos und dem professionell planvolleren Herangehen an Videos, das durch die Datenanalyse möglich wird. Tatsächlich ist es aber nur die Kehrseite der gleichen Medaille. Denn auch Zuschauerinnen und Zuschauer bemerken längst, dass Videos sie umwerben. Daher ignoriert eine Vielzahl der Nutzer, ähnlich wie beim Phänomen der Banner Blindness, das bereits seit 1998 bekannt ist, allzu werbliche Inhalte, überscrollt sie und nimmt nicht einmal wahr, wer der Absender einer Kampagne ist. Wer trotzdem auffallen möchte, sollte die Signale für echten Content zumindest auf dem Schirm haben. Wenige Schnitte, Hochkantvideo, natürliche Farben. Das alles erinnert an Reels und selbstgedrehten Content mit dem Smartphone, lässt sich aber auch in professionell geplanten Produktionen und mit externer Unterstützung umsetzen.
Das Ziel dabei sollte allerdings nicht sein, das eigene Publikum hinters Licht zu führen, sondern die ersten Millisekunden zu überwinden, damit Zuschauende dem Video überhaupt eine Chance geben. Livestreams stehen einerseits ebenfalls für Authentizität, da man hier ja sieht, was gerade wirklich irgendwo passiert. Andererseits werden die technischen Anforderungen hier höher, zumindest wenn es um Livestreams geht, die nicht offensichtlich von einer Person mit dem eigenen Smartphone durchgeführt werden. Selbst Fachvorträge haben es schwer, ihr Publikum zu finden, wenn die Beleuchtung schlecht ist, Folien nicht erkennbar sind oder gar der Ton schwer verständlich ist. Wer also in Zukunft auf Live setzt, ist gut beraten, viel Wert auf die eigene Technik und deren Handhabung zu legen oder sich gleich professionell unterstützen zu lassen. Zum Beispiel von einer Videoagentur wie MindNapt. So viel Eigenwerbung sei erlaubt. Mit dem Wegfall von Jobmessen, anspruchsvolleren BewerberInnen und dem Online-Trend in diesem Bereich werden auch Recruiting-Videos immer wichtiger. Das sehen wir unter anderem an der zuletzt deutlich gestiegenen Anzahl der Anfragen. Eigentlich lässt sich der Trend aber noch weiter fassen. Überall dort, wo Unternehmen Informationen online verbreiten, wird Video immer wichtiger werden. Egal ob Produktsupport, Onboarding neuer Mitarbeiter, E-Learning, interne Kommunikation, Pressemitteilung oder eben Recruiting, Video ist überall auf dem Vormarsch. Und wer hier den Schritt wagt, verschafft sich starke Vorteile in der Sichtbarkeit und im Erfolg seiner Kampagnen und seiner Kommunikation allgemein. Wie die scheinbar widersprüchlichen Videotrends schon zeigen, kommt nicht jedes Video bei jeder Zielgruppe gleich gut an. Daher wird es immer wichtiger, sich mit Stil und Machart daran zu orientieren, was die eigene Zielgruppe mag und schätzt. Dabei unterstützen Statistiken und die regelmäßige Bewertung, was besonders erfolgreich war und was weniger. Als Grundlage dafür ist es ungemein wichtig, seine Zielgruppe zu definieren und kennenzulernen. Denk dabei daran, dass du es nicht nur mit einer Zielgruppe in allen Bereichen zu tun hast. Im Recruiting sprichst du beispielsweise andere Menschen an als bei der Produktwerbung. Was übrigens immer hilft, ist, Videos regelmäßig zu veröffentlichen. Wie oft hängt vom Thema, deinen Ressourcen und der Zielgruppe ab. Aber von einem YouTube-Kanal, auf dem vor 5 Jahren das letzte Video veröffentlicht wurde, solltest du dir keinen großen Werbeeffekt erwarten. Wenn du unser 2021er Videotrend-Video gesehen hast, wird dir aufgefallen sein, was sich weiterentwickelt hat. Wenn nicht, kann ich dir das alte Video nur ans Herz legen. Dort gibt es reichlich Statistiken und einige Tipps, worauf du bei Produktionen achten kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei MindNapt mit Videos mehr erreichen.